und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Einem weiteren Pod-Coffee-Talk mit der lieben Selma Sona. Selma Sona ist die Expertin für Zeit, Qualität und Herausgeberin des Buches Mut macht Entscheidungen oder Mut macht Wege zum Glück. Wie geht Mut? X Wege zu Mut, das Mutmachbuch. Richtig, danke. Sie ist nicht nur Herausgeberin ihres eigenen Buches, sondern auch Transformationscoach und Speakerin im Transformationsbereich und auch über Zeit. Ist mit ihrem Buch oder mit den anderen Büchern Bestseller und das Vorwort hat Hermann Scherer geschrieben und ist auch Trainerin und Coaching im Businessaufbau online. Das, was ich offline mache, macht sie mehr im Online. Ich mache mehr halt die Offline-Variante, natürlich hin und wieder auch online. Und ja, herzlich willkommen, liebe Selma Sona, in meinem Podcast, Michael Weihrauch Podcast. Den gibt es überall bei Podcasts, wo es Podcasts gibt. Und jetzt auch neu bei Amazon Music. Meine Lieben, herzlich willkommen, liebe Selma Sona, in meinem Podcast, Michael Weihrauch Podcast. Und jetzt nochmal eine kleine Ergänzung zu Ihren Büchern von Selma persönlich. Jetzt darfst du deine Wörter noch zu deinen Büchern sagen, wo du überall Bestseller bist und wann dein aktuelles neues Buch rauskommt. Und danach gehen wir in die 12 Fragen. Dankeschön. Also ich bin in verschiedenen Büchern als Co-Autorin dabei, zum Beispiel aktuell auch in dem Atlas der Entscheidung von Dr. Johanna Dahm und Heiko Stahnke. Ja, da bist du ja auch. Nein, bist du nicht. In dem Buch nicht, genau. Und in einigen anderen Büchern. Und das Mutmach-Buch, das gebe ich heraus, gemeinsam mit 45 anderen Mutmachern und Mutmacherinnen. Das heißt, wie geht Mut? X Wege zu Mut, das Mutmachbuch. Und es erscheint dieses Jahr. Ja, so, da haben wir das auch richtig korrigiert. Wie gesagt, meine Intros und meine Anmoderationen sind immer spontan und sind immer anders da wie alle anderen und nicht nach Standard, nach 0815, sondern einfach aus dem Leben und aus sehr vielen anderen Sachen. Und die allererste Frage, du bist ja unvorbereitet gestartet mit dem ganzen Podcast und hast dich einfach drauf ankommen lassen. Normalerweise schicke ich normalerweise auch die Anfragen, die Fragen mit. Aber die erste Frage ist, wie bist du auf das Thema Zeitqualität und zu deinem Buch auch rausgekommen? Ne? Also wie bist du komplett auf dieses Thema gekommen? Also auf das Thema, übrigens, ich liebe dieses Unvorbereitete, ja, also das macht gar nichts, dass ich diese 12 Fragen nicht habe, ich liebe das, ja. Also wie bin ich auf das Thema Zeitqualität gekommen? Und das ist ganz einfach, ich habe mir lange die Geschichte erzählt als tägliches Mantra, ich habe keine Zeit, ich habe wirklich keine Zeit und das habe ich geglaubt, das war für mich sehr real. Und ich habe so einiges gegen die Wand gefahren. Und als ich dann im Krankenhaus lag, da hatte ich dann tatsächlich so einen Augenöffner. Und genau, heute ist es so, dass ich tatsächlich zeitliche Freiheit lebe und anderen Menschen helfen kann, die dieses Mantra noch glauben. Ich habe keine Zeit und ich weiß, wie viel Schmerz da drin sein kann, wie viel Folgeprobleme und Konflikte das nach sich ziehen kann, ja, dass man allein oder gemeinsam einsam ist, keine Zeit für Beziehungen hat oder in der Beziehung nebeneinander ist, keine Zeit für Gesundheit, Sport, Hobbys, für sich selbst keine Zeit vor allen Dingen hat, ja.
Genau, und es gibt einen Weg raus aus dem Zeitmangel und rein in die zeitliche und emotionale Freiheit. Cool. Ja. Die zweite Frage hast du schon ein bisschen beantwortet, aber da ist einiges noch vielleicht, was du noch beantworten kannst. Und die zweite Frage ist, wie hat bei dir alles mit dem Thema Zeitqualität, respektive auch mit dem neuen Buch oder respektive mit den anderen Büchern angefangen? Wie hat das bei mir mit dem Thema Zeitqualität angefangen? Das war, wie gesagt, diese Situation im Krankenhaus, Tropfen für Tropfen der Infusion. Und das war für mich wie so eine Sanduhr, Sekunde für Sekunde. Und dann habe ich verstanden, die Sekunde, die einmal durchgelaufen ist, ist für immer unwiederbringlich durchgelaufen. Die kommt auch nicht wieder. Die wächst nicht nach, kann ich nicht kaufen. Die ist vorbei, eingetaucht in das Reich der Vergangenheit. Und das war für mich der Game Changer. Und mit dem Buch, wie habe ich mit dem Buch angefangen? Das ist mit diesem, meinst du jetzt mit dem Mutmachbuch oder allgemein mit Büchern? Allgemein. Allgemein. Ich habe früher als Kind eine Serie gesehen und ich weiß gar nicht mal, wie sie heißt. Und da gab es diesen jungen Mann und der war Schriftsteller. Und das fand ich irgendwie cool. Und ich habe früher auch immer schon gerne gelesen und auch sehr gerne geschrieben. Und also auch Geschichten geschrieben und Kurzgedichte geschrieben und bin auf Poetry Slams gewesen und so. Und ich glaube tatsächlich, dass mich das sehr geprägt hat, dass wir früher mal ganz viele Bücher auch geschenkt bekommen haben. Und dieser Wunsch, dass ich dachte, ach, mit diesem jungen Mann, das ist so cool. Ja, da war meine Liebe zum Schreiben. Warte mal kurz. Okay, Mama. Dann halt eben nicht. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Das ist die dritte Frage. Hast du da irgendwas, wer dich in der Vergangenheit oder was dich in der Vergangenheit geprägt hat? Ja, viele verschiedene Menschen haben mich geprägt. Viele verschiedene Menschen. Also, hast du ein bestimmtes Thema geprägt, auch was oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Also, meine Tochter hat mich sehr stark auch geprägt mit ihrer ganz besonderen, sehr empathischen Art und auch wirklich dieses Hier und Jetzt zu leben. Ja, eine Strecke, die ich sonst, ich habe ja irgendwie einen Termin und beeilen und so und eine Strecke, die sonst eine Minute vielleicht Zeit in Anspruch genommen hätte, auf einmal eine halbe Stunde, weil dieser Moment so bedeutend ist, ja. Und dann ist da ein Schmetterling und da glitzert irgendwie die Sonne so auf dem Wasser und alles ist so eine große, faszinierende Welt. Und auf einmal dauert das statt eine Minute eine halbe Stunde so. Und das hat mich zum Beispiel auch in der Zeitqualität geprägt. Ja. Also viele, viele verschiedene Vorbilder und Menschen und für Zeitqualität definitiv auch meine Tochter ganz stark. Wow, schön. Die, ja, wie soll, was soll ich jetzt sagen? Also, das ist mega. Also, die Kleine ist ja sowieso ein Goldstück, ne? Deine Kleine. Deine Kleine ist so ein Goldstück. Ich habe das Bild jetzt gar nicht gesehen, wie ihr da wart am Barcamp, ne? Weil ich glaube, das waren zwei Zoom-Räume oder zwei Zoom-Dinger. Ihr wart, glaube ich, auf der zweiten Kachel. Die zweite Kachel habe ich gar nicht angeschaut, weil ich total fokussiert auf einer Kachel war. Aber ich habe dann das Bild von dem einen gesehen, wie ihr dann zusammen da zu sehen seid, was mega toll war, was mega schön war. Und das auch gerade bei dem
Hermann Scherer, wo ihr beide zusammen wart auf dem Speaker Slam, wo Hermann der Kleinen den Award verliehen hat. Wow, also mega, also deine Kleine ist mega, also die wird mal Ja. auch richtig, richtig was Großes. Ja. Ist sie schon. Die ist schon was Großes, also die wird noch größer wie Hermann Scherer, wenn sie weitermacht, glaube ich. Was ganz, ganz, ganz. Besonderes. Die vierte Frage, welche Geschichte ist für dich am aktuell wichtigsten? Eine Geschichte, die ich sehr liebe, ist die Geschichte vom hässlichen Entlein. Kennst du die? Mhm. Ja. Die kenne ich seit meiner Kindheit und ich finde, dass die sehr tolle Botschaften in sich trägt fürs HZ. Ja, das ist schön. Das kenne ich auch. Also ich gucke auch oder lese oder höre mir Der kleine Prinz immer öfters mal an. Das ist auch so eine Geschichte. Ja, das ist, haben doch schon einiges fast gemeinsam, ne? Die fünfte Frage ist, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Gibt es einen oder gibt es mehrere und was waren deine Tipping Points daraus? Also mein größter Fehler, was mir spontan hochkam, war, dass ich meinen Ex-Mann nicht früher verlassen habe. Und bevor das hochkam, war, es gibt eigentlich für mich keine Fehler, sondern Erfahrungen. Und jede Erfahrung, die ich gemacht habe, war richtig und kein Fehler und hat mir gedient. Und musste ich genauso machen. Und hätte ich bestimmte Sachen vorher gelernt, hätte ich diese Erfahrung so nicht gemacht. Das war ein Geschenk für mich, um eine bestimmte Botschaft da drin für mich anzunehmen. Und insofern ist das sozusagen der größte Fehler meines Lebens und gleichzeitig auch mein größtes Geschenk. Also das war eine tiefe, tiefe, eine ganz, 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 abgrundtiefe Erfahrung und gleichzeitig habe ich da ganz viele wundervolle Geschenke, mit denen ich heute auch anderen Menschen helfen kann, aus genau dieser Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Wenn das gehen könnte, nur die Geschenke zu nehmen, ohne selber so eine Extremerfahrung zu machen, ja. Ja, genau. Das wäre toll. Schön. Wow, schön. Mega. Toll. Ist echt mega schön, ja. Ja, das sind auch so, glaube ich, auch so meine Erfahrungen. Ja. Ja. Ich bin bei dir. Ich bin echt bei dir. Da habe ich Du den bist. Abgrund, der in unserem menschlichen Verhaltensspektrum möglich ist, kennengelernt. Und das war für mich auch der Start gleichzeitig in die bedingungslose Selbstliebe, weil ich mich natürlich auch an diesem absoluten, absoluten, absoluten Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Natürlich auch gefragt habe, wie war das möglich? Und wie komme ich da vor allen Dingen auch wieder raus? Also es war dieser Punkt von, also so ein Scheidepunkt, ja. Entweder diese Erfahrung schaffe mich oder ich schaffe die Erfahrung. Und da habe ich wirklich die wertvollsten Geschenke in dem größten Schmerz letztendlich dann für mich rausholen können. Also, ja. Ja, mega. Wir haben da wirklich irgendwie wirklich einiges doch gemeinsam. Also ich, meine Podcast-Hörer respektive oder auch YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen,
die kennen ja auch schon ein bisschen so meine Geschichte, wo ich auch so ein bisschen was erzählt habe über den Identitätschaos, über ja auch Thema Mobbing, wo ich wirklich ausgebrannt war, wo ich wirklich eigentlich mit dem Leben abschließen wollte, wo ich dann wirklich einen Absprung machen wollte, aber ich trotzdem Coaches hatte, die mich angerufen haben oder die mir geschrieben haben, was da los ist, was da los sei. Eine oder einige zumindest haben sofort auch die Polizei gerufen. War crazy. Aber wie gesagt, das ist eine Long Story Short Geschichte. Ja, genau. Und gleichzeitig kommt diese Lebensfreude und die Wertschätzung Ja. von Vogelgezwitscher, vom Babywein im Treppenhaus oder, keine Ahnung, goldene Herbstblätter, die in der Luft tanzen, bevor sie runter zu Boden fallen. Genau aus solchen Erfahrungen zu wissen, das ist nämlich nicht selbstverständlich, sondern was Ja. ganz Besonderes, Wertvolles. Genau. Die sechste Frage ist, welche Tools nutzt du beim täglichen Arbeit, wenn du im Coaching bist, wenn du offline bist beim Speaking oder online beim Speaking bist oder generell so im Alltag? Hast du da irgendwie Tools, wo du sagen kannst, die und die Sachen nutze ich, das sind meine Rituale und wie gehst du da vor? Und kannst du auch gleich die siebte Frage nämlich mit beantworten? Wie sieht so dein typischer Selma-Sona-Tag aus? Also, das Tool, was ich nutze, ist energetisch. Es ist die bedingungslose Selbstliebe. Das ist die Verbundenheit. Zuerst die Verbundenheit mit mir, die Verbundenheit mit meinem Umfeld. Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich in meiner Arbeit nutze. Also, ich gucke, dass ich in der Verbindung mit mir bin. Und wenn ich merke, dass ich aus irgendwelchem Grund nicht wirklich bei mir angekommen bin in dem Moment und keine Ahnung, irgendwas im Außen meinen Fokus hat oder so, dass ich dann wirklich mich bewusst mit mir verbinde. Und das ist für mich die Ausgangsbasis, mich mit meinem Coachi zu verbinden und da wirklich präsent zu sein und da zu sein und diesem Hier und Jetzt zu sein, ja. Das wertvolle Hier und Jetzt, genau. Und wie sieht ein typischer Tag von mir aus? So gesehen gibt es eigentlich keinen typischen Tag bei mir. Also vielleicht ist das Typische an meinem Tag, dass ich das mache, was ich will. Dass ich das mache, was mich erfüllt. Oder wenn da Aufgaben dabei sind, wo ich jetzt nicht sage, das ist aber total toll, dass ich weiß, dass das ein Puzzleteil fürs große Ganze von mir ist. Und das war auch nicht immer so. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß mich auch noch, dass ich mal in mir die Frage hatte, was ist eigentlich meine Berufung, ja? Und was ist das eigentlich, womit ich Mehrwert leisten möchte? Und was ist das, was mich erfüllt? Und dachte, da muss es doch was geben, aber wie finde ich das denn jetzt? Und ja, das Typische ist, dass ich tatsächlich jetzt die Antwort dafür habe. Und das jeden Tag für mich so erleben darf. Okay. Schön. Mann, Hammer. Okay. Und es gibt keine feste Struktur. Das ist nicht irgendwie so, also wenn man zum Beispiel sagt, so typischer Tagesablauf, ja, also es gibt ein paar Punkte, die sind
wenn, so wie jetzt, zum Glück kein Lockdown ist, ja, die sind klassisch. Also, wann ich meine Tochter zur Schule bringe und wann ich sie dann wieder abhole. Das ist vielleicht das einzig Berechenbare, was immer fix ist. Und ansonsten habe ich nicht so eine feste Struktur, sondern ja, das Typische ist eigentlich, dass ich das mache, was ich will, was mich erfüllt. Und diese zur Schule bringen und abholen. Cool. Wow, okay. Wow. Wow. Schöne, tolle, also tolle Antworten auf diese beiden Fragen. Hätte ich jetzt gerne gerechnet. Ich habe gedacht, jetzt so bist jetzt eher so der strukturierte Mensch, wo du wirklich deinen Tagesablauf getaktet hast. Wow. Von morgens ab 6 Uhr aufstehen, macht das und das und das, bis hin abends und so weiter. Hätte ich jetzt gar nicht von dir gedacht, dass du so unstrukturiert bist, ne? Du hast recht. Und gleichzeitig auch nicht, weil das, was du beschreibst, also ich habe ja eine Struktur. Ich habe eine Struktur, dass ich im Flow bin, ohne dass das durchgetaktet ist mit Zeiten, sondern mit Zielen und Visionen. Und das, was du aber wahrgenommen hast, das ist mein früheres Ich. So war ich. Ich hatte einen klaren Ablauf, wann ich aufstehe, wie lange ich im Bad bin, wann ich losfahre. Also wirklich runtergebrochen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber tatsächlich runtergebrochen bis auf die Zeiten zum Zähneputzen. 4 Stunden pro Nacht schlafen, weil ich dann 4 Wochen Zeit im Jahr gewinne. Also das, was du beschrieben hast, was du wahrgenommen hast, ja, das war auch mal so. Okay. Mega. Mega. Ich weiß gar nicht, wie die achte Frage, aber ich stelle die achte Frage auch gerne und da kannst du auch Dings was darüber nachdenken. Welche Tipps würdest du den Anfänger, Anfängerinnen für dein Thema Zeit mitgeben? Wie viele Tipps darf ich? Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel das du hast. Oh, unendlich. Also Tipp Nummer 1, wenn du das Gefühl hast, keine Zeit zu haben, und das ist ja ein Gefühl, das ist ja nur emotional, weil auf der Ebene der Zahlen, Daten, Fakten, eine Sekunde ist für jeden eine Sekunde lang, 24 Stunden am Tag, ja. Also faktisch haben wir Zeit. Ja, also es liegt nicht an der Zeit, sondern was wir draus machen, ja. Emotional ist das anders. Emotional haben einige Menschen Zeitmangel, so wie ich. Ich hatte chronisch keine Zeit und Menschen, die sind zeitlich souverän oder frei oder unabhängig, ja, so. Wenn du das Gefühl hast, dass du keine Zeit hast, schau einmal, der erste Schritt ist Analyse. Wie verbringst du deine Zeit? Wofür hast du keine Zeit? Was würdest du gerne machen, wofür du keine Zeit hast? Und was machst du stattdessen, wofür du Zeit hast? Also diese 24 Stunden, wo du sagst, da habe ich keine Zeit, hast du ja Zeit, faktisch gesehen. Für was hättest du denn gerne Zeit, wofür du dir die Zeit nicht nimmst? Ja, so, dann schau mal, wie hättest du es denn gerne? Wie willst du es haben? Wie möchtest du denn gerne deine Zeit verbringen? Was genau ist das? Und dann, wie kommst du als drittes, wie kommst du dahin? Ja, ist Analyse, soll Analyse, ja, wie ist es aktuell? Wie möchtest du haben, deine Vision? Wie kommst du dahin? Was sind jetzt deine nächsten konkreten Schritte? Und fang die Geschichte von hinten an. Geh zuerst in diesen zweiten Schritt, wie willst du es haben? Verbinde dich damit, spür das, visualisier das, sensualisier das wirklich mit allen Sinnen, spür das ganz intensiv, mach es ganz lebendig, ganz intensiv fühlen und dann fang die Geschichte von hinten an. Was sind die Schritte von deiner Vision zurück ins Hier und Jetzt, von deiner Vision, wo du deine Zeit frei so lebst, wie du es wirklich willst, wo du wirklich glücklich bist, nicht eigentlich zufrieden, sondern wirklich glücklich. Und dann schau, welche Schritte brauchst du, ja? Und was ist jetzt der nächste konkrete Schritt, den du tun kannst? Und wenn du feststellst, dass du das vom Kopf her weißt, aber vom Herzen nicht weiterkommst, ja?
Mindset ist klar und Willensstärke, Disziplin, das kannst du schon alles, ja, aber es ist auch vielleicht erschöpfend und nicht erfüllend. Aber HZ, vom Gefühl, hast du das Gefühl, du kommst da nicht weiter, irgendwie was hält dich da zurück, ja, dann hol dir da gerne auch Hilfe, weil wir unsere eigenen blinden Flecken eben nicht sehen, so wie ich auch selber meine eigenen blinden Flecken nicht sehen kann und wir das mit Hilfe wirklich viel leichter machen können, weil Zeitmangel oder zeitliche Freiheit ist eine Entscheidung. Das ist nichts, was uns einfach irgendwie passiert und dann sind wir Opfer von Zeitmangel oder Heldinnen von zeitlicher Freiheit, sondern das ist etwas, was wir bewusst und/oder unbewusst entscheiden und sehr wahrscheinlich unbewusst. Deshalb sind wir ja in diesem, oh, ich habe keine Zeit, obwohl ich gerne eine hätte. Und das können wir transformieren. Zeitliche Freiheit ist für alle da. Es ist genug zeitliche Freiheit für jeden da, wenn man den Weg auch kennt. Ja, das war mir ja auch nicht bewusst. Ich habe ja damals, du hast mich ja vorhin beschrieben, wie ich früher war, eingetaktet. Genau, da habe ich gedacht, Zeitmanagement, Zeitmanagement. Ich kann die Zeit nicht managen, die braucht mich gar nicht. Die verrennt ganz von alleine. Ja, da brauche ich nichts managen. Was ist das für eine Vorstellung von mir? Was für ein übermächtiges Ego, dass ich denke, ich kann die Zeit managen. Die Zeit ist sowieso nur ein Konstrukt, was wir selber gemacht haben. Die gibt es nicht per se. Ja, ist eine Illusion so. Und die braucht mich nicht zu managen. Die tick, tick, tick. Ja, oder tropf, tropf, tropf geht ganz von alleine so. Heißt, ich habe das damals gedacht, ich finde die Lösung im Zeitmanagement, die brauche ich aber gar nicht. Aber ich habe damals auch nicht gewusst, wo eigentlich die Lösung ist. Ich dachte, noch mehr Zeit sparen, noch weniger schlafen, 4 Stunden pro Nacht schlafen, gewinne ich 4 Wochen im Jahr, hätte ich 4 Wochen mehr keine Zeit im Jahr gehabt. Ja, so. Wenn ich aber an der Stelle stecke, dass ich mir ein Zeitmanagement zulege oder von einer Auszeit träume, diese Sehnsucht nach einer Auszeit habe, da muss ich mir fragen, was ist denn in dieser Innenzeit los? Bin ich bereit, den Preis einer Innenzeit zu zahlen für das bisschen Auszeit? Und das könnte jetzt wehtun, ich bin auch der niedrigste Standard dessen, den ich bereit bin, von mir zu akzeptieren. Wenn ich bereit bin, rumzuhetzen, keine Zeit zu haben, nicht in Ruhe zu essen, beim Autofahren zu essen, zu telefonieren, hin und her zu hetzen, weil ich keine Zeit habe, dann ist das der niedrigste Standard, den ich bereit war, von mir zu akzeptieren. Keine Zeit für eine Beziehung zu haben, keine Zeit für Sport zu haben, für Hobbys, für am Strand spazieren gehen. Ja, so, das war der niedrigste Standard, den ich bereit war, von mir zu akzeptieren. So, und wenn wir in so einer Situation sind, von einer Auszeit träumen, ja, da ist diese Sehnsucht in uns, ja, aber nicht wissen, wie kommen wir da jetzt hin? Wir wollen ja eigentlich nicht die Auszeit als Schmerzensgeld, dass wir noch mehr funktionieren und noch mehr ertragen, besser ertragen können in der Innenzeit, zu der wir dann zurück müssen, quasi gefühlt, sondern wir wollen ja wir wollen ja bei uns ankommen, in unserem Herzen und im Herzen von unserem Umfeld. Ja, wir wollen ja eigentlich nicht eine Auszeit nur als Auszeit, sondern wir wollen sie ja eigentlich als Raum und Zeit haben, als hier und jetzt haben, so. Und da zu gucken, wo sind die Ursachen, dass ich da nicht hinkomme? Und dann wirklich auf der emotionalen Ebene zu gucken, nicht auf der Zeitebene, weil wir finden zeitliche Freiheit nicht auf der Zeitebene. Wir finden sie auf der emotionalen Ebene. Und das ist ein wertvoller Tipp, den ich teilen möchte. Such nicht weiter deine zeitliche Freiheit oder zeitliche Unabhängigkeit oder Souveränität auf der Zeitebene, such sie auf der emotionalen Ebene, weil da und genau da wirst du sie finden. Ja, wow, mega. Was paar tolle Tipps. Ich könnte noch so viel Tipps. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Die ganzen Tipps, ne? Ich bin gerade momentan sowieso sprachlos, ne? Mega. Also möchtest du noch ein paar Tipps? Wenn du noch Zeit hast, weil ich habe noch 4 Fragen und da kannst du vielleicht darüber auch noch
paar Tipps rausgeben. Genau. Wenn du Also, noch Zeit hast, natürlich, wegen deiner Kleinen. Weil die vier Fragen sind eher so ein bisschen auch weiterhingehend in die Zukunft oder. ich mache ganz pragmatische Tipps, ganz kurze pragmatische Tipps. To-Do-Liste von uns kennt jeder. Das ist die Liste, die gefühlt automatisch nachwächst. Die Not-to-Do-Liste oder die Stop-Doing-Liste kennt vielleicht nicht jeder. Die ist auch ganz wichtig, ja. Konsumiert mich die Zeit oder investiere ich meine Zeit, ja? Klassisches Beispiel auf Social Media runterscrollen, ja. Das ist vielleicht etwas für deine Stop-Doing-Liste, ja, wo dann, schon wieder eine Stunde Zeit vergangen, habe ich gar nicht mitgekriegt, wo ist die nur geblieben? Oh, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ja. Sondern dann zu sagen, ich investiere meine Zeit, ja. Ich zum Beispiel gebe Content rein, ja. Ich gebe zum Beispiel einen Tipp rein, wie ich in diese zeitliche Freiheit komme, anstatt Link-Hopping zu machen. Da ist ein Link, das ist so spannend. Und hier hinzurennen, gerade als Scanner-Persönlichkeiten, ja. So. Also To-Do-Liste, Stop-Doing-Liste und To-Be-Liste, ja. Es heißt nicht Human Doing, es heißt Human Being. Sich auch darum zu kümmern, wer wir sind, ja. Um unsere Seele, wer wir sind und nicht nur dieses Funktionieren und Abarbeiten und Erledigen und Erreichen, sondern auch das Sein. Ja, wir sind so, wie wir sind, wundervoll. Wir müssen nicht nur To-Do-Listen abarbeiten und dann bei den To-Do-Listen auch gucken, stehen dort Aufgaben drauf oder Ziele? Und kann ich vielleicht mein Ziel auch anders erreichen? Zum Beispiel, indem ich delegiere. Wirklich auch zu gucken, dass wir delegieren, dass wir nicht denken, ich muss alles wirklich alleine machen. Ich bin Unternehmerin mit 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber ich muss den 14-Stunden-Tag machen und vielleicht auch noch selber am Kopierer stehen, ja? Sondern auch zu delegieren. Und all das, was jemand anders zu 80% besser kann als ich, ja, Pareto, delegieren. Dann mache ich auch das, was ich wirklich will, was für mich Freude ist, was nicht wie Arbeit ist, was Spaß macht. Und brauche nicht diesen Fluchtweg in die Auszeit suchen. Mensch, mega. Die neunte Frage, nee, machen wir die neunte Frage zur zehnten Frage und machen wir die zehnte Frage zur neunten Frage, weil dann passt das. Bin ich auch jetzt ein bisschen spontan. Und zwar, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten, respektive mit welcher Person hättest du mal gerne zusammengearbeitet? Dalai Lama Mhm. und Nelson Mandela. Mit den beiden hättest du gerne. Und würdest du auch mit denen zusammenarbeiten, oder? Also das wäre dann eine Zeitreise quasi in die Vergangenheit. Und in die Zukunft? Und Also in die mit wem würdest du noch gerne lebende Person, weil Dalai Lama lebt ja nicht mehr und Nelson Mandela. Anthony Robbins. Spannend. Frau als Wortbilder? Frau, irgendwie als Persönlichkeit, als Person. Hast du da eine Frau? Marissa Peer. Okay, cool. Warum habe ich jetzt das gefragt? Weil jeder hat ja irgendwie diese männlichen Idole, ne? Aber es gibt auch Frauen, die Definitiv. bekannt sind, ne? Genau. Die eine Vision haben. Noch sehr wenige. Nö, nicht wenige. Das Wenig öffentlich kommuniziert vielleicht, aber richtig. sehr, sehr viele. Deshalb habe ich auch noch mal darauf nachgefragt. Ich finde das ganz toll, dass du nochmal nachgefragt hast. Also ich habe schon früher als Kind auch Bücher gelesen über starke Frauen und Persönlichkeiten, Frauen.
die vielleicht auch großartige Erfindungen gemacht haben, die einen oder anderen bekannt, die einen oder anderen weniger, oder wo dann die Männer sozusagen damit bekannt geworden sind. Und ich bin sehr geprägt von starken, erfolgreichen, unabhängigen, außergewöhnlichen Frauen in meinem Umfeld, in meiner Ahnenreihe und auch über das, was ich mir angeeignet habe und aber auch geschenkt ja bekommen habe, zum Beispiel von meinen Eltern als Bücher. Also in der Grundschule so Bücher zum Beispiel über wirklich starke Frauen auch. Und gleichzeitig, als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, stimmt. Und ich hieß früher mal die Emanze, ja. Bin definitiv emanzipiert und Feministin. Und als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, das ist ja spannend. Stimmt, das waren jetzt zwei Männer. Und gleichzeitig habe ich da jetzt nicht das in dieser Trennung biologisch-geschlechtlich, sondern mit Fokus auf die Werte für die Nelson Mandela und der Dalai Lama für mich stehen. Also wirklich dieses Authentische, diese emotionale Freiheit, dieser Einsatz nicht nur für sich selber, sondern für viele, sich selber im Dienst von etwas zu stellen, was größer ist als man selber. Diese Vergebung, also da geht es mir nicht darum, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern um diese Werte. Okay. Ja, spannend. 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 Ja, die Werte sind wirklich unterschiedlich. Gerade was bei den Frauen angeht, wie bei der Mutter Teresa oder bei der Michelle Obama und dann von ihrem Mann dann ihre Werte, das sind auch unterschiedliche Werte. Und gegenüber zu dem Dalai Lama, ne? Das ist mega, genau. Aber so, jeder hat seine Person, respektive Idol, wo er gerne mal zusammen bei einem Kaffee sitzen würde. Also bei Nelson Mandela zum Beispiel finde ich eine Sache so also sein ganzes Wirken, ja, aber diese eine Sache ganz, ganz, ganz besonders, so tief und so allumfassend und so also als er gesagt hat, als er rausgegangen ist nach dieser langen und grausamen Gefangenschaft, dass er gesagt hat, und wenn ich jetzt hier aus diesem Gefängnis rausgehe und diese Gefühle mitnehme, dann werde ich niemals frei sein. Also dieses Vergeben, und es gibt so viele Beispiele, wo er irgendwie einen Mann vom Nachbartisch eingeladen hat, als er ein weltweit angesehener Mann war und der mit der Hand so gezittert hat und später einer seiner Security-Leute gefragt hat, irgendwie so. Und da hat Nelson Mandela gesagt, er kannte diesen Mann, der war Aufseher, der ihn gefoltert hatte und nach der Folter auf ihn raufgepinkelt hatte. Er kannte diesen Mann und dieser Mann hat ihn erkannt und deshalb hat er nicht geguckt. Und er hätte jetzt alles machen können, er hätte ihn jetzt auch ins Gefängnis stecken können, ja. Wirklich diese Vergebung in der Praxis wirklich zu leben, im Kleinen wie im Großen und nicht zu sagen, und jetzt habe ich die Macht und jetzt geht es irgendwie, keine Ahnung, Auge um Auge, jetzt Rache, sondern zu sagen, ich lade ihn jetzt sogar an den Tisch ein. Also das muss man ja selber auch erstmal können, ja, mit dem Peiniger an einem Tisch ihn anzusprechen, einzuladen und ihn dann gehen zu lassen. Also ich kriege gerade auch überall Gänsehaut, weil das einfach so eine Größe zeigt, die so allumfassend ist. Also das ist Vergebung in Person, das ist Weisheit in Person, das ist Liebe in Person, das ist so allumfassend, ja. Ja, spannend. Ich ziehe die andere Frage jetzt noch ein bisschen hinten aus.
Und zwar mache ich jetzt erstmal die andere Frage. Was ist eigentlich deine Vision, deine Mission? Also, nicht falsch verstehen, die Mission ist der Weg zur Mission. Deshalb, was ist deine Vision, das Große und deine kleine Mission, der Weg dahin zur Mission? Ich habe eine Vision, also ich habe mehr als eine Vision. Also ich habe einen ganz bestimmten Film, etwas sehr Persönliches, Privates quasi, sofern so eine Trennung Sinn macht zwischen privat und nicht privat. Und ich habe eine klare Vision, dass ich ganz vielen Menschen, da kommt dann vielleicht auch Anthony Robbins mit ins Spiel, ja, wo du mich vorhin auch gefragt hast, dass ich ganz vielen Menschen Beitrag sein möchte für ihre emotionale Freiheit. Und die emotionale Freiheit ist für mich der Weg ja auch in die zeitliche Freiheit, dass ich ganz vielen Menschen dieser Beitrag sein kann, dass ich vor vielen Menschen in Hallen spreche, dass ich viele Menschen mit Büchern erreiche, dass ich viele Menschen mit Ausbildungen erreiche. Ich bilde jetzt ja auch aus im energetischen Transformationscoaching. Warum? Weil meine Vision ist, ich bin Multiplikatorin. Ich alleine kann eine bestimmte Anzahl von Menschen erreichen. Wenn ich aber Menschen ausbilde, können die wiederum eine bestimmte Anzahl von Menschen erreichen. Und damit ist der Wirkungsgrad von mir noch größer. Und das ist meine Vision, den Menschen, die in Emotionen gewesen, also sind, in denen ich auch gewesen bin, nicht gut genug zu sein, keine Zeit zu haben, falsch zu sein, es nicht verdient zu haben, nicht gesehen zu werden, unerwünscht zu sein, also auf vielen Ebenen sozusagen die Berechtigung zu sein und so zu sein, quasi scheinbar nicht zu haben, daraus zu helfen, dass diese Menschen fühlen, ich bin. Und so wie ich bin, bin ich wundervoll. Und so wie mein Gegenüber ist, ist auch mein Gegenüber wundervoll, weil sowieso mein Gegenüber, du bist ich und ich bin du, wir sind sowieso eins. Und den Menschen, die entweder auf dem Weg sind zu helfen oder die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es da diesen Weg, also nicht diesen, jeder hat seinen eigenen Weg, aber dass es einen Weg gibt, daraus zu helfen, wirklich diese emotionale Freiheit, die auch die zeitliche Freiheit zum Beispiel bringt, ja. Und meine Mission, definiert von dir als Weg dahin, ist genau das, was ich mache. Andere Coaches ausbilden oder Menschen, die als Coaches anderen Menschen helfen wollen, Bücher zu veröffentlichen, als Autoren oder Co-Autoren selber einen Beitrag zu hinterlassen, als Speakerin unterwegs zu sein, als Transformationscoach zu helfen. Also das sind sozusagen meine Tools und natürlich auch für mich selbst und in meinem Umfeld. Also es ist für mich im Kleinen wie im Großen. Und das ist für mich auch dieser Wert Authentizität, ja. Also zum Beispiel Nelson Mandela, ja. Das nicht sozusagen als Business, sondern wirklich bei mir selbst angefangen. Von innen nach außen. Genau. Von innen nach außen. Erfolg Genau. fängt bei dir an. Genau. Aber jetzt kommt die Frage, welche Projekte hast du im Hier und Jetzt respektive in der Zukunft geplant oder sind geplant? Also hier und jetzt hat gerade die Ausbildung gestartet zum energetischen Transformationscoach und Online-Business-Aufbau. Also es funktioniert auch offline, aber mit dem Online-Business-Aufbau möchte ich einfach den Teilnehmern und Teilnehmerinnen helfen, dass diese Situation, wie sie uns mit dem ersten Lockdown vor 2 Jahren teilweise sehr hart getroffen hat, teilweise einige gar nicht. Es gibt ja auch Profiteure in dieser Krise, aber
Für viele ist es doch erstmal eine ganz neue, ungewohnte Situation gewesen, die einfach auch neue Lösungen gebraucht hat. So, und damit möchte ich, und ich möchte selber dieses Gefühl auch nie wieder haben, was ich da hatte. Nie wieder will ich dieses Gefühl haben, ich bin da irgendwie in der Situation ausgeliefert und da passiert irgendwie was, auf was ich keinen Einfluss habe und verändert meine Welt. So, und mit dieser Ausbildung möchte ich den Menschen helfen, auch mit diesem Online-Business-Aufbau, was wie gesagt auch offline funktioniert, aber eben auch online unabhängig zu sein. Freiheit ist für mich ein extrem hoher Wert. Unabhängig zu sein, das kommen kann an Verordnungen, wie auch immer, dass es mich nicht mehr trifft, dass ich unabhängig bin, dass ich das sowohl zu Hause machen kann, als auch wenn ich am Reisen bin. Und dass ich das machen kann, ob jetzt gerade Verordnung so oder so oder so ist, dass ich da wirklich frei von bin, dass ich da diese Sorgen mir nicht machen muss. Ich muss jetzt gucken, geht das jetzt, wann geht das wieder oder dann doch nicht, wie das zum Beispiel für mich auch diese Erfahrung im ersten Lockdown gewesen ist. Also diese Ausbildung zum energetischen Transformationscoach und Online-Business-Aufbau, das ist ein aktuelles Projekt, was ich gerade mache. Dann das zweite, die Veröffentlichung von dem Mutmachbuch, Wie geht Mut, X Wege zu Mut. Dann will ich aus dem ersten aktuellen Projekt das in Folge weiter auch ausbauen, dass ich damit noch mehr Menschen erreiche und daraus ein Teil nehmen, was ich wieder nutzen kann im Sinne von Content Recycling und ein Teil dann sozusagen in der Live-Begleitung. Und ja. Es gibt noch ein paar andere Projekte, wo ich drin bin, aber also das, diese beiden Projekte sind und auch mit weiteren Büchern, die ich herausgeben werde, also diese beiden Projekte sind für mich sehr dominant aktuell. Ja, spannendes Thema. Auf jeden Fall. Mein aktuelles Projekt ist, wie gesagt, auch so in dem Sinne, digitaler Aufbau, wie man von null auf seine Account aufbaut, seine Community bildet, seine Kunden über Social Media bekommt, ohne die Kaltakquise auf Social Media, nur rein über den Content, den relevanten Content. Da ich ja ein Freund von The Matrix bin, der Film, habe ich komplett meine Produkte auf Matrix getrimmt. Und wer Matrix, also diese Filmserie schon gesehen hat, der versteht auch einiges davon. Aber ich habe das wirklich so weit für mich umgesetzt, dass ich von null auf jetzt, by the way, 370 TikTok-Abonnenten hochskaliert habe, nur mit relevanten Content in der Zielgruppe TikTok. Natürlich bei YouTube habe ich jetzt 31, aber da ist auch Relevanz da. Und mein Podcast sowieso. Und durch den Relaunch des Podcasts ist er nochmal größer gewachsen, weil ich analysiert habe mit dem Intro, mit dem Outro und so weiter und so fort, dass man Content liefern soll, aber dass auch der gut vorbereitet ist. No. Das sind halt so momentan so mein Baby, wo ich momentan so in die Vermarktung gehe, natürlich auch in die weiteren Vermarktung gehe mit meinem Barcamp, was wahrscheinlich im Mai stattfinden darf, in Präsenzunterrichten. Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade auch in Akquise an Leute zusammentrommeln mit Event Location und so weiter und so fort. Mach in Berlin. Ja, ich werde es nicht in direkten Berlin machen, aber im Umkreis vom Odenwald. Das wird dann auch Frankfurt stattfinden. Also da werde ich wirklich auch das Ballungsgebiet reinnehmen, mit reinnehmen.
weil durch das andere Netzwerk, wo ich noch bin, die GSA, German Speaker Association, die sind halt mehr im Rhein-Main-Gebiet da. Und da werde ich auch da ein paar Sachen so bauen, dass es für denjenigen interessant ist. Aber da muss ich eben wirklich gucken, wie ich die Akquise mache und wie ich das alles gestalte mit Kooperationen und so weiter und so fort. Genau, das sind so meine Projekte, weil ich bin davon überzeugt, dass man im Businessbereich auch hier in meiner Region viel mehr machen könnte, wie nur diejenigen, die da, bin ich ein bisschen vorlaut, Vetternwirtschaft betreiben in meiner Region. Dem einen oder anderen wird es jetzt nichts sagen, aber das ist mir auch wurscht. Und ich will der eine sein, der diesen Hebel aushebelt. Genau. Einer muss irgendwann mal ein Vorreiter sein für die ganzen Sachen und zu zeigen, was überhaupt alles noch vonstatten geht mit diesen Netzwerken BVMW und der GSA. Genau. Weil nicht nur hier von weiß der Kuckuck irgendwas zu erzählen und nichts zu machen und irgendwie bei einem anderen Verein sich hochzuschlafen oder bei einem Politiker sich hochzutuscheln, zu schlafen und so weiter, ist nicht mein Stil. Genau. Die 12. Frage und die letzte Frage passt dann auch wieder zu deinen Projekten. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Am Strand. Am Strand in einer Pause von einem Workshop mit dreihundert Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die ihre Brüche feiern, sehr intensive Transformationen zusammen erleben. Und gleichzeitig auch das Leben zusammen genießen. Ja. Ja, mega. Das ist auch mega spannend. Ja, da sehe ich auch nicht drin. Ich meine, durch meine Bildungsauftraggeber, Kunden, wo ich Trainer bin, in den Bereichen Bewerbung, Vorstellung, Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich, weiß nicht, 20, 10, 5 Teilnehmer, wo auch eine Transformation durchmachen. Die wissen nicht mehr weiter in ihrem Leben oder sind gerade auf der Sinnsuche nach einem neuen Job, nach einem neuen Dings. Und das hat mich gestern auch wieder sowas von erfüllt, dass dem einen oder anderen diese Sachen, was ich gebe, mitgebe, denen geholfen haben. Und ich habe das auch dann auch so gesagt hier. Das sind auch Beispiele, Videos von meinen Ausbildern gezeigt, die mich geschliffen haben zu einem Diamanten, die mich weiter noch schleifen. Und denen halt erklärt, ihr braucht irgendwie immer Menschen, die euch lieb haben, die euch unterstützen, wo ihr hin möchtet und was ihr gerne haben möchtet, wo ihr eure Stärken habt und zu eurer Expertise passen. Nicht jeder ist für den und den Bereich gut, aber ihr könnt es versuchen mit einem Quereinstieg. Und dann da voll Gas geben. Und by the way, die eine ist oder war Fachkraft in der Apotheke, PDA, und macht jetzt komplett was ganz anderes, macht eine neue Ausbildung zum Programmierungsexpertin. Die lernt gerade programmieren. Was ich krass finde, ne?
Also was ich mega eine hochschätzende Art und Weise für sie sich da rauskristallisiert hat, kristallisiert wurde, ne? In der Zeit, wo sie da war oder auch bei anderen Kollegen, Kolleginnen in den Trainings. Und wo sie auch schon jetzt zum Praktikum eingeladen wurde, wo sie jetzt eine Webseite programmieren muss, die und die Voraussetzung hat. Was für sie sehr viel Arbeit bedeutet, aber sie hatte das gehabt, das kriege ich schon hin. Auch wenn es ein bisschen von meiner Zeit abgeht, aber im Endeffekt ist es das mein Ding, weil bei der PDA jetzt zu arbeiten, immer vorne an der Apotheke, war nicht mehr so mein Ding und hat mich nicht mehr erfüllt in meinem Job. Da habe ich gedacht, hey, crazy, crazy. Wie sie das erzählt hat, wurde mir auch eines klar. Damals, wie ich bei Obi gearbeitet habe, die Leute waren auch unglücklich. Die sind morgens reingekommen, hochgelaufen in die Kantine, haben ihren Kaffee gezogen, ihre Zigarette geraucht, Quatsch über Politik und bla bla bla. Und dann Zigarette fertig, Kaffee fertig, der nächste Kaffee gezogen und runtergelaufen und mit einem Lächeln runtergelaufen, sondern mit einem Mundwinkel, so wie Frau Merkel immer in den Videos zu sehen war, weil sie unglücklich sind über das, was sie tun. Und deshalb habe ich gedacht, da kann doch irgendwas nicht sein mit denen. Und ich habe die auch nicht so aktiv angesprochen. Ich habe einige davon angesprochen, aber die haben sich gewehrt, was zu sagen. Weil für die war so, ich habe ja nur diesen einen Job, ne? Und damit verdiene ich Geld. Die haben nicht nach Alternativen geschaut, so wie ich. Und haben keine Vision oder keine Vision gehabt in ihrem Leben oder keine Verständnis über den Sinn des Lebens, ne, geführt. Und Und deshalb vielleicht war würde sich das ändern, wenn genau, jemand denen das zeigen könnte. genau, Du bist genau. wundervoll, genauso wie du bist, und du kannst alles Richtig. sein, was du willst. Genau. Und deshalb wollte ich auch da nochmal eine Überleitung machen. Egal, ob jetzt die oder die jetzt das im Vorgespräch jetzt angehört haben, da tue ich mich auch ein bisschen entschuldigen, wenn ich die Aussage zuvor getätigt habe. Ich bin so, wie ich bin und ihr seid so, wie ihr seid. Aber wenn ihr nicht die Menschen so akzeptiert, wie sie sind, oder die Menschen so akzeptieren könnt, was sie machen möchten, was sie umsetzen möchten und die so unterstützen, dann suchen sie sich andere Regionen, dann suchen sie sich andere Netzwerke und gehen da richtig steil nach oben. Das habe ich auch in meinem Barcamp gesagt, mit meinem Vergleich Pilot und Copilot, was ich grandios finde. Und da, by the way, die Anmeldungen sind leider da schon vorbei bei dem nächsten Talk, wo ich über das Thema drüber spreche. Und es war am Mittwoch um 14 Uhr bei der IHK in Darmstadt. Und da werde ich über dieses Thema meine 5 Minuten sprechen, weil jeder Unternehmer, Unternehmerin braucht einen Co-Piloten an seiner Seite. Genau. Und ja, vielen lieben Dank, Selma Sona, für diesen spontanen Podcoffee-Talk heute. Es war mir eine Freude, dich
in meinem Podcast, Michael Wacher Podcast, für Vertrieb, Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Entscheidungen dabei zu haben. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest, die Shownotes von Thelma Sona und auch über ihren Werdegang, die Homepages sind unten verlinkt. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß. Bis dahin beim Umsetzen. Danke auch für die Einladung, lieber Michael.